Hi, ich bin BJ Baldwin. Ich bin ein zweifacher Gewinner der Baja 1000. Autobild hat mich gefragt, welches Auto ich am wenigsten mag. Das ist sehr schwer für mich, denn ich mag es nicht, Leute zu bewerten oder mit meiner Meinung Steine in Bewegung zu setzen. Ich mag Sachen, die gut performen. Ich bin über die SEMA gegangen und es ist sehr schwer für mich zu sagen, was ich sehr mag, weil ich Sachen mag, die gut performen. Sie fragten, welches Fahrzeug ich nicht mag. So, I've been walking around SEMA. And it's really hard for me to find something that I actually like, because I like things that perform very well. Right now we're going to start off with a vehicle. They asked for a vehicle that I don't like. Well, we have a whole herd of them that I don't like. Dieser geliftete Jeep hier ist eines von vielen gelifteten Autos. Ich mag diese Autos nicht. Immer wenn ich in der Wüste damit unterwegs bin, stelle ich fest, dass eine Menge Geld in die Fahrzeuge gesteckt wurde, sie aber einfach nicht gut performen. Es ist wie wenn man einem Lamborghini Aventador seinen starken Motor entzieht, um ihm einen sparsamen Elektromotor einzubauen. Das macht keinen Sinn. Also dieser Truck hier, dieser Jeep, vieles, was so aussieht wie dies hier, hier auf der SEMA gibt es sehr viel davon. Sie fahren nicht gut. Sie haben ganz schlechte Verbrauchswerte und es macht keinen Spaß, sie zu fahren. Ich mag Sachen, die viel PS haben, die gut performen, die durch die Decke gehen. Mein Lieblingsauto dieser ganzen SEMA ist ein VW Käfer, denn es ist ein Rennauto und hat sogar 119 PS, fährt vielleicht 75, 76 Meilen pro Stunde in der Wüste. Dieses Auto zu finden war hart. Es ist das einzige Auto, was hier gut performt. Es fährt gut. This is a VW Bug, Pre-Runner/Race-Car, it's a Class 11 Race-Car. It makes about 119 horsepower, maybe even less than that. It'll probably go about 75, 76 miles an hour in the desert. So as you can see, this is hard to find. You know, this is the only vehicle in this vicinity that actually performs well. This vehicle probably drives well, probably gets 25 miles to the gallon, and it's functional. Like I said, I'm all about performance and I'm all about function. Alles andere, was um uns herum steht, ist einfach lächerlich. Es sieht cool aus, aber du wirst mich nie in so einem Auto fahren sehen. Mein Auto zu Hause ist tiefer gelegt, es hat große Rennreifen, Metallfelgen, ist ein Diesel. Ich habe $65,000 dafür investiert. Die meisten Autos hier unter $150,000 sind einfach nicht brauchbar. Method Wheels, it's Diesel. It gets 22 miles a gallon. It'll go 135 miles an hour. And I only got about $65,000 invested in it, whereas most of these trucks that are useless are about $150,000 trucks.